Hallo, mein lieber Löwe, mein Name ist Sio und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Zeichen vom Universum. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Löwen. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Die einzelnen Abschnitte dieser Legung sowie nähere Informationen zu meinen Legungen findest du übrigens unten im Infotext. Bitte beachte, dies ist eine allgemeine und zeitlose Legung für das Kollektiv der Löwen. Nimm daher auch nur das mit dem du wirklich in Resonanz gehst und schau dir bei Bedarf gerne ergänzend die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Ich werde nicht das sagen, was man gerne hören möchte, sondern das, was gebraucht wird. Bitte beachte außerdem, dass Karten keine Macht und keine Kontrolle über dich haben und auch nichts erzwingen können. Nur du trägst die volle Verantwortung für dein Leben und deine Entscheidungen. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaft das Universum heute für dich hat. Ja, mein lieber Löwe, da kommt ganz schön viel Information mit. Jetzt muss ich mir kurz mal einen Überblick verschaffen, dann geht's auch gleich los. Was ich hier schon mal sehe, ist, dass du hier mit sehr vielen Menschen zu tun hast aktuell, ja. Das kann jetzt natürlich auch mit den Feiertagen zusammenhängen, da man hier natürlich auch sehr oft mehr Kontakt zu Menschen hat als üblich, ja. Also das heißt jetzt nicht, dass du sonst keinen Kontakt hast, aber es ist mehr als üblicherweise. Und das, was ich dir hier auch sagen kann, ist, dass hier du durch einen dieser Kontakte sich etwas sehr, sehr Gutes ergeben soll, ja, also da kommt das Glück mit herein, ja, also das, auch wenn das hier vielleicht teilweise ein bisschen viel ist, da kann sich etwas sehr, sehr positiv oder da soll sich etwas sehr, sehr Positives daraus entwickeln. Das liegt hier auch in der Gegenwart, ja, also vielleicht ist hier auch schon etwas geschehen. Auf deiner Ebene sehe ich, dass du dich hier aktuell ja mit einer gewissen Thematik auseinandersetzt, wo du dich ein bisschen allein gelassen fühlst oder unverstanden fühlst aktuell. Noch, ja. Also, was ich hier sehe, ist dieses Vorhaben, das kann erfolgreich sein, beziehungsweise das hat sogar ein sehr hohes Potenzial, erfolgreich zu sein. Vielleicht ist es ein bisschen ungewöhnlich, ja. Vielleicht macht das jetzt kaum jemand in deinem Umfeld oder vielleicht auch niemand, ja. Das kann auch etwas sehr Innovatives sein. Und da sagt das Universum, du hast hier mindestens eine Person an deiner Seite, der du dich ja sehr nahe fühlst oder eben seelenverwandt fühlst. Ja, wir schauen immer auf das gesamte Umfeld, also Familie, Freunde, Partnerschaft, Bekanntenkreis, berufliches Umfeld. Und es ist ja auch wichtig, sich auszutauschen. Ja, also das kann hier dieses Gefühl, hier nicht verstanden zu sein, das kann sich hier auflösen, ja. Wichtig ist, dass du hinter dieser Sache stehst. Das ist wirklich wichtig. Das ist das Allerwichtigste, mein lieber Löwe. Und ich sehe hier einfach, da jemand versteht dich hier. Vielleicht ist doch das hier diese glückliche Fügung des Schicksals oder es entwickelt sich hier etwas daraus. Wichtig ist, wie gesagt, dass du dazu stehst. Du musst es ja auch nicht jedem erzählen, ja, worum es hier geht. Vor allem, wenn das hier vielleicht noch eine Idee ist, geht es auch oft darum, dass man das Ganze erstmal in eine stabile Bahn lenkt, bevor man dann darüber spricht, ja. Ich habe hier noch etwas in der Außenschau, also wenn wir von außen auf deine Situation blicken, hier liegt eine Antwort oder eine Reaktion, die hier zu dir kommen soll. Da habe ich das Gefühl, dass das bei den meisten noch bevorsteht. Ja, irgendeine Reaktion, auf die du wartest. Das kann natürlich jetzt auch mit den Feiertagen zusammenhängen, dass sich das hier ein bisschen verspätet bzw. verzögert, dass das hier ansteht und in den nächsten Tagen zu dir gelangen soll, wenn das jetzt auf postalischem Wege ist beispielsweise. Kann natürlich auch auf elektronischem
Weg erfolgen, dass hier vielleicht die Person, die hier reagiert, gerade ein bisschen offline ist, was auch vollkommen verständlich ist. Ich sehe hier auf jeden Fall eine wichtige Reaktion kommt auf dich zu. Ja, das, also für, ich sehe das eben für die allermeisten, also schon für fast alle, so dass das hier noch nicht erfolgt ist. Ja, also das kommt hier. Darauf sollst du vorbereitet sein. Wir schauen jetzt mal in die Blockaden, die sich hier zeigen. Ja, also was stellt sich gerade quer, beziehungsweise was ist denn hier blockiert? Bei dir sehe ich hier, geht es darum, dass hier irgendetwas zu viel ist, ja, und das möchte erkannt werden. Vielleicht auch zu viel Grübelei, das könnte ich mir auch vorstellen, oder dass es hier jetzt auch darum geht, für dieses Vorhaben Platz zu schaffen, ja, weil du hier vielleicht aktuell keine Zeit hast oder ja, oder vielleicht auch keinen Kopf hast, weil sich hier so viele Themen in deinem in deinen Gedanken oder weil du hier so viele Themen hast, über die du gerade nachdenkst. Vielleicht grübelst du eben auch über irgendetwas nach. Ich sehe hier einfach, es geht hier um ein zu viel. Schauen wir mal weiter. Dann sehe ich hier eine gewisse Person. Ja, ich glaube, das ist ja auch diese Person, die das Universum vorschlägt. Diese Person kennst du bereits. Ja, und diese Person soll dich hier bei deinem Vorhaben unterstützen. Ja, und hier liegt auch eine Karte, die darauf hindeutet, dass das hier bei manchen, auf jeden Fall hat das hier mit dem eigenen Lebenssinn zu tun. Das kann hier eben die Berufung sein. Das kann auch etwas Berufliches sein. Oder eben ein Lebenstraum, den du dir erfüllen möchtest. Und eine Person aus deinem engeren Kreis, die möchte dich hier unterstützen oder die wird dich hier unterstützen. Ja, und das ist hier noch blockiert. Also das liegt hier alles sehr, sehr knapp beieinander. Ja, also bei irgendeinem dieser Treffen soll das hier erfolgen, denke ich. Also ich glaube, das wird sich hier von selbst lösen. Das liegt hier in der unmittelbaren Zukunft. Wir schauen jetzt noch ins Umfeld, ja, wir schauen ja immer eine Blockade an, die ganz konkret mit anderen Personen zu tun hat, beziehungsweise mit einer ganz bestimmten Person. Die anderen beiden Positionen lasse ich ja immer offen. Ja, wie beispielsweise hier hat sich jetzt auch etwas Zwischenmenschliches auf dieser Position gezeigt. Jetzt aber hier kommen wir zu dieser Position und hier sehe ich, dass du dir hier irgendwo in einer zwischenmenschlichen Verbindung selbst im Weg stehst. Oder hier vielleicht auch zu viel Rücksicht nimmst oder dich zu sehr zurücknimmst. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass das Universum hier sagt, mach einen Ego-Trip, sondern es geht hier wieder um dieses zu viel, das sich auch hier zeigt. Du brauchst hier mehr Raum für dieses Vorhaben oder mehr Zeit. Denn ich sehe eben auch hier, dass ein Wachstum blockiert ist durch eine zwischenmenschliche Verbindung. Das heißt jetzt auch nicht, dass diese Person hier irgendetwas im Schilde führt. Das glaube ich gar nicht. Es geht hier mehr um die Gewichtung deiner Prioritäten, mein lieber Löwe. Und hier liegt auch schon ein Gewinn. Also was auch immer du vorhast, ja, das kann sehr rasch einen Gewinn abwerfen. Das kann jetzt natürlich etwas Finanzielles sein. Das liegt hier auch auf der Hand. Aber das kann auch ein persönlicher Gewinn sein, ja, was für dich persönlich sehr wertvoll ist. Da würde ich sagen, wir schauen jetzt mal direkt in die Lösungsimpulse vom Universum, was du hier tun kannst, um deine Situation zu verbessern. Ich bleibe jetzt hier auf deiner Ebene, denn hier geht es um dieses zu viel. Und was ich beim Ziehen der Karten schon gespürt habe, ist, und das trifft ja auf eine ganz bestimmte Gruppe zu, ja, nicht alle, aber eine bestimmte Gruppe, dass es wirklich mal an der Zeit ist zu weinen, ja, also irgendeinen Frust, der sich hier in dir angesammelt hat, auch wirklich herauszulassen. Das muss man jetzt natürlich nicht vor anderen Leuten machen, das kann man natürlich auch für sich machen, aber durch diesen Prozess des Weinens löst sich hier auch etwas und es kann sehr gut sein, dass du hier erkennst, was hier zu viel ist. Was ich hier auch wahrnehme, ist, dass es hier um irgendeine zwischenmenschliche Angelegenheit geht. Und ich denke, das betrifft hier die allermeisten.
wo es wichtig ist, ehrlich zu sich selbst zu sein. Ja, das betrifft ja irgendeine Verbindung. Das heißt jetzt nicht, dass diese Verbindung zum Scheitern verurteilt ist. Es geht hier nur darum, irgendetwas dreht sich hier im Kreis, ja, führt dazu, dass hier dieses zu viel ist. Und das will erkannt werden. Und darüber kann man dann natürlich auch sprechen miteinander, ja, dass sich hier etwas nachhaltig verändert. Ja, also das nehme ich ja ganz klar wahr. Und ganz allgemein gesehen steht das hier dafür, dass etwas losgelassen werden soll. Ja, also das kann natürlich auch etwas sein, von dem du bereits weißt, ja, was das ist, was hier zu viel ist, was du hier verändern kannst. Schauen wir weiter. Hier liegt der Geistesblitz, ja, und das sehe ich jetzt hier einfach alles in einer Linie. Du wirst hier kürzlich mit einer Person sprechen, ja, oder mit einer Person eben in Kontakt sein. Das kann natürlich auch auf elektronischem Wege erfolgen, ja. Sei hier offen für alles Mögliche, mein lieber Löwe. Das ist, liegt hier in unmittelbarer Nähe, also das ist nicht weit entfernt und plötzlich macht es Klick. Ja, es kann natürlich auch sein, dass sich diese Person kritisch gegenüber deinem Vorhaben äußert, aber trotzdem hier etwas ausgelöst wird, was dir zeigt, was zu tun ist. Ja, denn irgendwo trittst du hier noch auf der Stelle und genau der Kontakt mit dieser Person wird dafür sorgen, dass sich hier plötzlich das Glück zeigt. Ja, und vor allem, dass du dieses Glück selbst erzeugen kannst. Ja, also dass du hier alles wirklich selbst in die Hand nehmen kannst. Also das finde ich wirklich enorm spannend, mein lieber Löwe. Wir schauen jetzt noch hier ins Umfeld, ja, und da sehe ich, also das Universum sagt hier, öffne dich dieser Reaktion, denn ich bin mir hier ziemlich sicher, dass diese Reaktion oder diese Antwort, auf die du wartest, eben auch hier liegt in den Lösungsimpulsen. Das ist offenbar eine neutrale Information, die etwas auslösen wird. Ja, eben auch, dass hier diese Blockade fällt. Denn ich sehe, hier zeigt sich ein Ausweg. Und für manche ist das sogar eine Abkürzung, dass man hier sehr schnell vorankommt, also ungeahnterweise. Also was ich auch sehr, sehr schön finde. Und was ich hier auch sehe, ist, dass sich hier etwas beruhigt. Ja, also ich nehme an, diese Situation, wo du dir hier selbst ein bisschen im Weg stehst, ja, oder wo du hier vielleicht ein bisschen zu viel Rücksicht nimmst, wo man hier etwas verändern kann, ja. Also das finde ich wirklich, wirklich spannend hier. Vor allem hier diese Lösung, ja. Also du kommst hier, denke ich, durch die Bank wirklich in deine innere Mitte zurück und kannst hier wirklich starten, ja, was auch immer du hier vorhast. Wir schauen jetzt noch in die Tendenz, also was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte. Ja, was diese zwischenmenschliche Angelegenheit betrifft, mein lieber Löwe, da sagt das Universum, da ist es wichtig, Acht zu geben, denn hier ist ein Teufelskreis möglich, ja, dass man sich vielleicht eine Zeit lang bemüht und dann beginnt das Ganze wieder von vorne. Natürlich können wir nur in unser eigenes Handeln wirklich eingreifen, nur wir können uns im Prinzip nur selbst verändern. Jeder kann sich im Prinzip nur selbst verändern. Und genau darum geht es hier. Ja, also wichtig ist zu erkennen in dieser Verbindung, was wiederholt sich hier wieder und wieder und wieder. Und hier ist es auch wichtig für dich, mein lieber Löwe, dass du darauf achtest, was wiederholst du? Was machst du hier immer wieder gleich? Oder wie reagierst du hier immer wieder gleich? Denn genau das ist der Punkt, der erkannt werden möchte. Denn wenn du erkennst, wo du etwas wiederholst und sich hier immer wieder etwas ergibt, das für dich nicht vorteilhaft ist, dann kannst du hier zumindest bei deinem Handeln etwas verändern oder etwas anderes ausprobieren und das wird dann ziemlich sicher oder mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit zu einem anderen Ergebnis führen. Und das ist hier wichtig. Das sehe ich nämlich auch hier. Und dieser Teufelskreis, der soll jetzt durchbrochen werden, mein lieber Löwe. Du kommst ja auch in einen Moment der Ruhe, da, also wenn ich mir das so ansehe, da steht gefühlt die Zeit still für einen Moment und du hast den Überblick, ja. Also das ist ein magischer Moment, den ich hier sehe. Also das ist wirklich, wirklich spannend, wirklich, wirklich schön.
Und natürlich geht es dann weiter. Und ich sehe eben auch hier im Umfeld liegen, dass man hier, ja, dass du hier Gefahr läufst, dass sich das wiederholt. Das heißt jetzt nicht, dass diese Person, um die es hier geht, vielleicht sind es auch mehrere Personen, hier irgendwie bösartig ist. Das glaube ich irgendwie nicht. Es geht nur darum, dass du hier Gefahr läufst, dass deine Bedürfnisse wieder hinten angestellt werden oder dass du deine Bedürfnisse dann hinten anstellst, obwohl du jetzt an der Reihe bist. Ja, also da, du hast es hier in der Hand und es gibt hier auf jeden Fall eine Lösung im zwischenmenschlichen Bereich. Und es ist wichtig, dann hier auch durchzuhalten und das auch durchzuziehen, ja, und hier nicht nachzugeben, ja. Also es gibt eine Lösung und die ist für beide Seiten gut, ja. Also so ist es nicht, dass das für die andere Person ein Nachteil wäre. Es ist nur eine Veränderung, die wirklich wichtig ist, auch gut ist für diese Verbindung, auch diese Verbindung in eine Heilung bringt und das will durchgehalten werden. Und was wir hier noch liegen haben, mein lieber Löwe, ist die Universumskarte. Und die bedeutet, dass hier ein neuer Weg beschritten wird, ja, ein Weg, der dir bestimmt ist. Also das, was wir hier schon in den Blockaden liegen haben, wo du hier durch das Gespräch mit einer bestimmten Person einen Geistesblitz haben wirst. Und du wirst hier offenbar direkt in die Umsetzung gehen. Deshalb ist es hier im Zwischenmenschlichen so wichtig, dass du hier Acht gibst, denn genau dieser Teufelskreis kann dazu führen, dass du hier eben im Anfang, dass dieser Anfang in ein Stocken geraten könnte, ja. Das heißt jetzt nicht, dass das passieren wird. Ich denke, dir wird hier relativ rasch auffallen, was das hier ist, was sich wiederholt, ja. Also das Universum möchte hier einfach sicherstellen, dass du hier wirklich diesen Weg dann auch beschreitest und dein Vorhaben in die Tat umsetzt. Eine wirklich tolle Legung, mein lieber Löwe. Wir kommen jetzt zum Abschlussritual und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denke auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich, möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.